Theodor von Karman sagte einst: Wissenschaftler studieren die Welt, wie sie ist. Ingenieure kreieren eine Welt, die es noch nicht gab. In der FVA versuchen wir beides zu vereinen. Also wer sind wir? Und was bedeutet Flugwissenschaftliche Vereinigung eigentlich? Wir sind ein Team von Studenten verschiedener Fachbereiche, das sich mit der Erforschung und der Weiterentwicklung von Fluggeräten beschäftigt. Es geht dabei nicht nur um die Untersuchung von bestehenden Systemen. Nein, wir entwickeln auch neue Konzepte, die vielleicht eines Tages über unseren Köpfen ihre Kreise ziehen. Dabei richten wir uns nach dem Motto: Forschen, bauen, fliegen. Dadurch beschränkt sich unsere Arbeit nicht nur auf die theoretische Auslegung, sondern wird anschließend in der praktischen Umsetzung angewandt. Den Raum dafür bietet unsere Werkstatt in Würselen, dank derer wir die räumlichen und technischen Mittel haben, größere Projekte zu realisieren und komplexe Wartungsarbeiten durchzuführen. Neben der Forschung ist die Fliegerei ein wichtiger Aspekt in unserem Verein, weshalb wir jede Chance nutzen, um diese Leidenschaft miteinander und auch mit anderen zu teilen. Und darum bieten wir auch die Möglichkeit, das Fliegen zu erlernen und sich auf diversen Fluglehrgängen weiterzubilden. Das macht uns als akademische Fliegergruppe aus. Im Kern sind es diese drei Punkte, durch die sich die FVA in ihrem Wesen definiert.